Jo Leute, was geht? Theo hier, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Heute mal vor der Cam, einmal ganz kurz, bevor das Video losgeht. Mario Maker steht gleich an, Leute, ein richtig schweres Level. Aber bevor das Video losgeht, als kleines Dankeschön, ein Gewinnspiel. Und zwar diesen Nintendo 2DS XL im Pokémon Design könnt ihr gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Abonnent sein des Kanals, die Glocke aktivieren und einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Und ich werde jetzt das Gewinnspiel bis zum Freitag, den 13. Ja, Leute, bis zum 13.04. geht das Gewinnspiel, Freitag, der 13. Leute. Jetzt beginnt das Video. Ich wünsche euch viel Spaß. So, Leute, es haben sich so viele beschwert letzte Woche, aber diesmal ist eine Welt hier dran von Mr. Cookie, Cookie Dungeon, wie auch immer heißt. Und er hat eine Map gebaut, die wirklich viele gemacht hat. Aber letztendlich nur 2% schaffen diese Map, Leute. Und ich kenne sie noch nicht. Ich werde sie jetzt hier das erste Mal machen. Aber ich kann euch schon mal versprechen, egal was passiert, auch wenn ich da 10 Stunden dran sitze, ich werde diese Map, ich werde hier wieder den Weltrekord holen und werde hier wirklich alles brechen. Mir egal, auch von dem Entwickler hier, von Mr. Cookie, von dem werde ich es auch brechen, Leute. Ist mir egal. Ja. Eine Tür. Gehen wir da erstmal rein. Reset, alles klar. Da hat er uns wohl geprankt, Leute. Ein Daumen hoch für den guten Prank hier, Leute. Nein, ich will nicht so betteln um einen Daumen nach oben, Leute, aber was soll das? Was soll diese fucking Tür? So, weiter geht's hier. Den Schlüssel, wofür brauchen wir den? Zack, hier ist eine rote Tür, wahrscheinlich hier. Hoffentlich kommt jetzt nichts. So, Leute, also letztes Mal wirklich, also ich habe lange kein Mario Maker mehr gespielt und deswegen, oh Gott, oh, gerade noch geschafft. Deswegen, Leute, war ich auch so schlecht. Also wirklich, ich habe es lange nicht mehr gespielt und diesmal habe ich ein bisschen geübt. Natürlich nicht diese Map. Und was kommt hier? Ah, wahrscheinlich so eine Passage. Und oh, 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 Leute. Oh, das kommt ein Kampf. Wird ein Kampf getriggert? Okay, Leute. Nein! Ganz knapp zur Röhre. Okay, neuer Versuch, Leute. Einmal gestorben bis jetzt. Kill Counter 1. Okay, Leute, nächster Versuch. Und ich hätte mir den Pilz da unten holen sollen. Ich bin auch ein Idiot. Leute, wie soll ich jemals das hier schaffen ohne einen Treffer? Na, natürlich nicht. Kill Counter 2. So, Leute, diesmal bin ich klüger. Wieso klappt das? Wieso werde ich nicht... Egal, Leute. Also, das ist ja wohl... Also, komm, was soll das? Und jetzt. Wie läuft wie Naruto hier, Alter. Geil. Mario läuft wie Naruto. Zack, 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 zack. Vielleicht kann ich da einen Damage Boost benutzen, Leute. Für die, die nicht wissen, was ein Damage Boost ist. Man ist ja kurz... Oh. Oh, das war knapp. Ich habe die Kugel schon berührt. Ein Damage Boost ist, wenn Mario getroffen wird und so blinkt. Oh, knapp gerettet. Und so blinkt, dann ist man ja kurz unverwundbar. Und das nutzt man dann letztendlich, um eine Passage zu überwinden. Aber, Leute, 2% schaffen diese Map nur. Bis jetzt kann ich das noch nicht nachvollziehen. Ist ja relativ easy noch. Zack, easy durch die Tür. Cheep, cheep kann uns mal. Ich werde hier 100%ig den Weltrekord holen. Was ist hier? Ist hier noch was? Ah, da. Hat er uns einen Hinweis gegeben? Ist das vielleicht sogar der richtige Weg oder ist das ein Bonus, was wir uns hier ergattern? Das ist, ey! Ein One-Up, alles klar. Was für mich auch immer unergründbar ist hier, irgendwie so ein One-Up. Wofür braucht man den hier so? Okay, hier ist ein Checkpoint, also müssen wir hier hoch. Okay, Leute, so, weiter geht's im Karton hier, wollte ich was mal sagen. Okay, jetzt geht's hier los. Alter, und ich werde hier erstmal richtig dick getroffen. Wow! Oh, Leute. Also, ich versuche jetzt noch nicht den Weltrekord, Leute. Das ist wirklich nur, durchspielen. Also, ein Weltrekord ist für mich auch, also wenn man den Rekord hier bricht, ist das für mich einmal wirklich alles zu machen, ohne getroffen zu werden, ohne einmal zu sterben. Also getroffen werden vielleicht ja, aber nicht jetzt. Alter, hier kann man durch, oder? Ja, hier kann man durch, Leute, geil. Zack, zack. Also bis jetzt easy. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht. So, was ist hier? Muss ich hier weiter? Nee, da ist eine Segel. Da komme ich nicht durch, schade. Boah, okay, hier ist da oben ein Pi. Warte mal. Oh Gott, ich habe das schon einmal gesehen. Ich habe ja die Woche ein bisschen Mario Maker gespielt. Das ist genau, Leute. Guck mal, da muss man ein bisschen kombinieren. Das ist genau... Da unter der Röhre, der Powerblock, ist genau unter dieser Ritze da bei der Röhre. Und so können wir nicht da durch. Aber wenn der Powerblock hier letztendlich das jetzt uns ersetzt jetzt hier, könnten wir auf dem stehen und da durch. Vielleicht ist das der Weg. Aber um das zu machen, wenn ich gegen den Block springe, dann wird er auch ausgelöst und dann ist er weg. Deswegen bräuchten wir vielleicht, um den Block da wegzukriegen, und bräuchten wir vielleicht einen P-Switch. Wo kriegen wir den her? Wahrscheinlich. Oh, für den müssen wir da durch von der anderen Seite und kriegen da den P-Switch dann. Na, Leute, erstmal gucken. Ist aber auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und hier unten sieht es aus, als wenn man hier weitergeht. Ah! Okay, Leute, fuck. Das war wirklich knapp. Hier ist ein Pilz. Geht's da oben weiter? Ah, das. Da ist der gute P-Switch, Leute. Fahr schon nach unten. Einmal durch. Einmal werfen den P-Switch und nicht getroffen werden am besten. Und wir haben es geschafft, Leute. Erstmal durch. Wo geht's jetzt weiter? Und. Zack, Leute, geschafft. Das war gar nicht so schwer.
Also diese Folge geht schon schneller um heute, Leute. Ihr könnt mir noch schwerere Maps schicken. Vielleicht mal so ein Kaizo-Level wäre krass. Also ich habe schon was gesehen, einer hat mir was geschickt. Ihr seht jetzt gleich im Anschluss nochmal den Weltrekord, dass ich nochmal versuche, hier den Weltrekord zu brechen zeitlich. Einmal in einen Durchlauf mit Musik untermalt, wie letzte Woche. Schickt mir neue Maps, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.